Die Gentherapie hat sich die Fähigkeit von Viren zunutze gemacht, ihr Erbgut in Wirtszellen einzuschleusen. Zu Vektoren umgebaut, bringen sie funktionale Gene gezielt in Zellen. Ein wichtiges Ziel ist, dass diese Gene möglichst lange im Körper bleiben, damit Patienten viele Jahre von der Therapie profitieren. Prinzipiell gibt es zwei Techniken. Die In-Vivo- und die Ex-Vivo-Gentherapie. Die In-Vivo-Gentherapie findet direkt im Körper statt. Man verwendet in der Regel einen nicht integrierenden Vektor. Das heißt, dass das eingeschleuste Gen im Zellkern zusätzlich zum vorhandenen Erbgut abgelegt wird. Damit ist es ein sogenanntes episomales Gen. Es liefert ab jetzt die richtige Bauinformation. Ein Vorteil der Methode ist, dass das gewebeeigene Erbgut nicht direkt beeinflusst wird. Daher gilt diese Form der In-Vivo-Gentherapie als besonders sicher. Allerdings geht das funktionelle, episomale Gen bei Zellteilungen mit der Zeit verloren. Aus diesem Grund kommt die In-Vivo-Gentherapie nur in Frage, wenn sich die Zellen im betroffenen Gewebe nicht allzu häufig teilen. Die Vektoren, die bei dieser Methode zum Einsatz kommen, sind zum Beispiel die AAV-Vektoren. Diese von den adeno-assoziierten Viren abgeleiteten Vektoren sind für diesen Zweck sehr gut erforscht und werden bereits bei mehreren Erbkrankheiten erfolgreich eingesetzt. Trotz ihres Namens darf man sie nicht mit den Adenoviren verwechseln, die zum Beispiel Atemwegserkrankungen verursachen. AAVs lösen keine bekannten Erkrankungen aus. Neben der In-Vivo-Gentherapie gibt es das Ex-Vivo-Verfahren. Stammzellen werden entnommen und außerhalb des Körpers verändert. Mithilfe eines Vektors wird das neue Gen in die Zellen eingeschleust und dort fest in die körpereigene DNA eingebaut, also integriert. Um das Risiko zu minimieren, dass das neue Gen an einer ungünstigen Stelle eingebaut wird und dadurch Schäden verursacht, wird kontrolliert, ob der Einbau korrekt erfolgt ist. Erst dann werden die veränderten Zellen in den Körper zurückgeführt. Wenn sich jetzt eine Zelle teilt, gibt sie das eingebaute Gen an alle ihre Tochterzellen weiter. Es geht also nicht verloren. Auch wenn sich die Zellen im betroffenen Gewebe häufig teilen. Man nutzt diese Methode zum Beispiel bei Erkrankungen des blutbildenden Systems wie der Thalassämie, bei der die DNA der Knochenmarkszellen betroffen ist. Sowohl die In-Vivo- als auch die Ex-Vivo-Gentherapien haben das Potenzial, Patienten viele weitgehend beschwerdefreie Lebensjahre zu ermöglichen.